So Leute, willkommen zur Dienstagsfolge von Fußball Manager 17. Ja, wir haben in der letzten Folge unentschieden gespielt gegen Besiktas. Heute sind meine Haare extrem on point. Ich muss wieder zum Friseur, ich weiß. Wir haben gegen Besiktas unentschieden gespielt und ja, nehmen das jetzt mit. Ich weiß nicht, inwiefern man das gut mitnehmen kann. Gegen Bayern. Ja, heute erste große, also richtig große Herausforderung gegen den FC Bayern München. Heim, zum Glück spielen wir heim. Wenn wir auswärts spielen würden, würde ich mir noch um einiges mehr Sorgen machen als jetzt. Und ich mache mir schon ultra die Sorgen. Es geht darum, eine Mannschaft zu schlagen, ich glaube, die seit 6 Spielen kein Tor mehr kassiert hat. Also eine ähnlich starke Saison oder eine noch stärkere Saison, als wir spielen. Und das wird echt krass hart werden. Bayern spielt in einem 4-3-3. Ja, Bayern spielt in einem 4-3-3 und hat ziemlich starke Leute, ja, vor allen Dingen dieser Manuel Neuer und die komplette Defensive von Bayern. Die Offensive, das Mittelfeld, alles ist krass bei Bayern. Also das wird schon eine sehr, sehr harte Aufgabe werden, die wir da heute haben. Eieiei. Eieiei. Ja, ja. Es wird sehr, sehr hart. Gut, wir gucken uns mal um, was wir gerade machen können. Ich glaube, wir können nicht viel machen momentan. Ne, wir können einfach nur weitergehen. Richtung Bayern. Und Tau Peter kriegt ein Angebot von Millwall. Nee. Spiel organisieren, kleine Feier. Jordan, Ibe und Sané beschließen, die Stimmung im Team noch was zu verbessern. Organisieren eine kleine Feier. Da die größten Miesepeter nicht eingeladen sind, gibt es keinerlei Streitigkeiten und die Stimmung in der Mannschaft insgesamt verbessert sich um einen Punkt. Welche Miesepeter? Haben wir eine schlechte Stimmung in der Mannschaft? Ne, wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. What the fuck? Wir haben doch eine gute Stimmung in der Mannschaft. Was ist denn da los? Was geht denn da ab? Sehr, sehr komisch. Was wir jetzt gerade nochmal gucken werden. Sponsoring. Wir werden gerade nochmal gucken, dass wir Meet and Greet organisieren. Ich glaube, wir hatten das letzte mit Dembele. Dann machen wir jetzt mal das mit Selke. Und geben auch... Okay, Freikarten gegen Bayern sind auch schon wieder raus. Ich weiß nicht, wie wir hier rauskommen sollen, dass unsere Sponsoren mal wieder ein bisschen besser drauf sind. Weiß ich nicht, was die auch für Erwartungen haben an uns. Wir könnten versuchen, den Vertrag mit dem Sponsor aufzulösen, um einen besseren Sponsor zu bekommen irgendwie. Aber, ja. Ja. Irgendwie ist das nicht so, wie es sein sollte mit den Sponsoren. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen nochmal weiter und dann kümmern wir uns mal um die Aufstellung, die wir machen oder die wir auf den Platz bringen werden gegen Bayern. Und wir sehen, beide Mannschaften spielen bis jetzt eine Wahnsinnssaison. Und das ist einfach nur krass. Spitzenspiel, Topspiel steht an. Ja, wir spielen gegen den FC Bayern München. Und das wird ein richtig hartes Spiel. Und danach, ja, spielen wir in der Champions League gegen Manchester City. Das wird auch nochmal richtig, richtig schwer. Zum Glück haben wir danach Frankfurt und Hertha, die jetzt nicht so die Ultra-Gegner für uns sein sollten. Aber es wird trotzdem schwer werden. Nichtsdestotrotz, und ich würde sagen, wir machen mal unsere Aufstellung, wie wir jetzt spielen werden. Wir werden natürlich mit Dupont spielen. Wir werden mit Jedwai und Heinz und Wanyama spielen. Wir werden auf rechts mit Mitchell Weiser auf jeden Fall spielen. Wir werden mit, also wir werden quasi unsere komplette Stammoffensive reinballern. Pulisic spielt, auf rechts spielt Dembele. Ja, wir machen quasi unsere ganz normale Aufstellung für die Liga. Ja, und wir sehen da schon einen echt krassen Unterschied in den Stärkezahlen. Und ich glaube, mit der Mannschaft sind wir fähig, Bayern weh zu tun. Ja, 912er Stärke, vielleicht sind wir sogar vielleicht stärker als Bayern. Team, ja, vielleicht sind wir sogar gerade stärker als Bayern. Von der Teamstärke her. Also, mal gucken, ja. Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Ihr entscheidet jetzt heute echt die Tagesform. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und sprechen eine zusätzliche Siegprämie aus. Nein, ein wichtigstes Spiel nicht. Irgendwie so von, weiß ich nicht, 10.000 oder so. Jeder Spieler bekommt nochmal 10.000 obendrauf von mir, wenn wir heute gewinnen.
vielleicht nochmal so ein kleiner Zusatzanreiz. Meet and Greet, Sponsor ist gestiegen. Sehr schön. Mit Davy Selke kann man, glaube ich, mal, da freut sich, glaube ich, der Sponsor, wenn man hier mal ein bisschen was macht, ne? Und ja, dann würde ich sagen, ist es eigentlich schon an der Zeit, gegen Bayern reinzugehen. Pulisic ist nicht so in einer Überform, ja, aber er ist halt auch nicht wirklich in einer besonders schlechten Form. Wenn wir IB aufstellen würden, der ist in der gleichen. Und da stelle ich dann schon lieber Pulisic auf, weil in der Liga hat sich gezeigt, dass diese Aufstellung echt gut funktioniert. Wir haben bis jetzt sehr, sehr gute Spiele gemacht mit dieser Aufstellung. Und ja, gehen wir rein gegen Bayern. Ich habe ein bisschen Bammeln, aber ich denke, es wird, wenn wir gucken, dass wir die Leistung der letzten Wochen bringen, dann wird das, wenn nicht, kriegen wir heute auf die Fresse. Also ich sage, entweder gewinnen wir oder wir kriegen richtig auf die Fresse heute. Gucken wir, wie es ausgehen wird. Gehen wir rein. Bis gleich. So Leute, herzlich willkommen zum 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ja, wir sind heute heim dran gegen Bayern. Hier ist Carlo Ancelotti noch Trainer der Bayern, in echt ja nicht mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wer wird Nachfolger bei den Bayern? Da wird ja momentan ultra viel gehandelt, ja. Da ist ein Nagelsmann im Raum, da ist ein Klopp im Raum, da sind so viele gerade irgendwie im Raum für die Bayern. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer wird der nächste Trainer der FC Bayern? Momentan ist ja Interimstrainer, glaube ich, wer ist er? Sagnol ist momentan Interimstrainer. Und Bayern hat seit 600 Minuten kein Tor mehr kassiert. Und wir haben eben die erste gelbe Karte für Dadaschow bekommen. Nächste gelbe Karte wegen gestrecktem Bein bekommt Jonas Hector. Ja, an einem Foul, durch einen Foul an Martinez. Schon die zweite gelbe Karte für uns und ja, unsere Noten sehen nicht wirklich gut aus. Bayern mit der ersten Möglichkeit. Schuss von Lewandowski direkt aus der Drehung, knapp am Tor vorbei. Und die Noten heute sehen echt nicht so gut aus. Echt nicht. Aber wir haben jetzt mal eine Möglichkeit. Über Jonas Hector, der passt bei einem Konter auf Dembélé. Der zieht ab vom Fünfer-Eck. Dann aber an Manuel Neuer. Dann scheitert aber an Manuel Neuer. Der hat im Nachfassen den Ball. Ist natürlich nicht so einfach, den Ball an Manuel Neuer da vorbeizubekommen. Dani Costa, Douglas. Heute bin ich irgendwie so ein bisschen verwirrt. Douglas Costa zieht Richtung Mitte. Setzt Müller perfekt in Szene. Müller umkurvt den Torwart. Schiebt den Ball ins leere Tor. Stand knapp im Abseits. Aber gut. Müssen wir mit leben. Bayern Dusel wieder. Ne? Abseitstor. Wird gegeben. Macht man nix. Ja. Macht man nix. 1-0 für die Bayern. Da müssen wir jetzt hinterher sein. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir uns hier nicht unterkriegen lassen von den Bayern. Also die Leistung ist auch heute nicht so wirklich gut. Abschlag von Oliver Baumann, Pulisic mit dem Ball auf der linken Seite an, spurtet wie ein Verrückter los, zieht nach innen, zirkelt den Ball genau unter den Querbalken. 1-1, Christian Pulisic. Und da ist er wieder. Na, da ist er wieder, da sticht er wieder zu. Bayern hat das erste Mal seit 623 Minuten wieder ein Tor kassiert. Und das ist jetzt krass. Mitchell Weiser mit der nächsten Ecke holt die erste Ecke, holen die Kölner heraus. Meine Neue fängt den Ball sicher. Kein Problem. Und das Tor gerade freut uns natürlich. Ne? Also, Tore spielt er sehr mannschaftsdienlich. Passt zu Selke, der verzieht aber überhastet. Da muss er mehr draus machen, auf jeden Fall. Ja, unsere Stürmer heute nicht wirklich gut. Also beide nicht gut. Aber dafür Pulisic umso besser. Langer Ball aus der eigenen Hälfte von uns. Peres geht nicht energisch an den Ball. Selke überrascht die Münchner. Passt auf Pulisic. Per Direktabnahme trifft. 2-1, Christian Pulisic. Und ja, was ist das hier gerade? Wow, wir haben uns innerhalb der ersten Halbzeit durch einen Doppelpack von Pulisic zurückgekämpft. Und was zur Hölle? Ja, Pulisic macht das heute mal im Alleingang. Ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie kratzt mein Hals übertrieben. Ja, Pulisic macht das heute einfach mal alleine. Denkt er sich, wer sind die Bayern? Wer ist Manuel Neuer? Macht zwei richtig geile Tore. Und ich denke, so kann es weitergehen. Es sollte halt nur in der Offensive ein bisschen besser gespielt werden. Aber solange Pulisic trifft, ist ja alles okay, ne? Gehen wir weiter. Moment, wir gucken gerade erstmal, was hält denn die Mannschaft von der ersten Halbzeit. Man merkt, der
Anstrengung nicht an. Ist okay. Zweite Halbzeit startet. Und wir hoffen, dass wir vielleicht entweder das über die Bühne bringen oder das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen ausweiten. Wir lassen unsere Leute schon mal aufwärmen. Wanyama jetzt mit der nächsten gelben Karte. Und so langsam, finde ich, wird es kritisch. Drei gelbe Karten schon im Spiel gegen die Bayern. Also da sollten wir aufpassen. Weil vielleicht kristallisieren sich genau da die Leute aus, die wir auswechseln. Stadion ist übrigens ausverkauft. Vielen Dank dafür. Ist es aber meistens sowieso, auch wenn die Bayern nicht da sind. Hazard kommt jetzt rein für Douglas Costa. Also Thorgan Hazard, nicht Eden Hazard. Eden Hazard ist ja ablösefrei zu Inter Mailand gegangen bei uns. Dadaschow ist ein Tick schneller als sein Kontrahent, spitzt die Kugel vors Tor, Hummels rettet per Kopf zur Ecke und mahnt seine Kollegen zu mehr Konzentration an. Ja, und jetzt momentan sind wir die stärkere Partei im Spiel. Mitchell Weiser mit der nächsten Ecke an den kurzen Pfosten. Dadaschow hat gegen Hummels verlängert. Pulisic steht plötzlich vollkommen frei, ist aber zu überrascht. Und der Ball geht am Tor vorbei etwas. So, wir schauen mal, dass wir wechseln. Jetzt kommt Pröpper rein bei dem Bayern. Wir werden mal Dadaschow auswechseln. Eggestein kommt dafür rein. Wechselt auch mal Wanyama aus. Ist mir zu tricky mit der gelben Karte. Dafür kommt Ulrich rein. Und dann Hector nehmen wir erstmal so mit, weil Hector macht gerade ein Wahnsinnsspiel und den möchte ich ja gerade nicht rausreißen im defensiven Mittelfeld. Aber Wanyama und Dadaschow kann man schon mal jetzt auswechseln. Der Eck hat Probleme am Oberschenkel, kann aber weiterspielen. Ja, ja, hoffentlich verletzt sich Selke jetzt nicht auch noch. Weil das wird schwer, den dann auszuwechseln. So, Ulrich kommt rein gegen die Bayern. Auch für ihn jetzt ein sehr schweres Spiel. Und Eggestein für Dadaschow. Haben wir schon mal zwei gelbe Karten eliminiert quasi. Die Uhr trägt momentan unsere Farben und das soll auch so weitergehen, gerne. Nächste gute Möglichkeit oder nächste Möglichkeit generell für uns. Eggestein bedient Selke, Boateng im Strafräumen. Lässt er aufsteigen, versucht dann den Torschuss, geht aber gut einen Meter am Tor vorbei. Das Ganze nochmal die Ecke. Hummels steht Richtung Torgewand, will klären, schießt sich selber gegen den Kopf. Wenige Zentimeter am Tor vorbei der Ball. Also es hätte auch schief gehen können. Nächste Ecke. Jerome Boateng kommt da, kann da Hector gerade noch am Kopfball behindern. Und der Ball ist zu unplatziert. Schade, schade. Es hat begonnen zu regnen. Kurz vor Ende des Spiels. Faires Verhalten von uns. Müller hatte sich im Zweikampf verletzt. Und Jedweih hat den Ball jetzt ausgespielt. Noch 10 Minuten zu gehen. Nochmal eine Möglichkeit. Oliver Torres kommt problemlos am Boateng vorbei, doch Neuer kann retten. Ja. Also Bayern hier gerade unter Druck. Und wir schauen mal, dass wir kurz vor Ende nochmal einen Wechsel machen. Nur wen wechseln wir ein? Ich würde sagen, Dembele geht raus. Dafür kommt nochmal IB rein. In der Offensive machen wir nochmal den Wechsel. Kann Dembele sich ausruhen? Ist sehr, sehr viel gelaufen. Grenzwertiges Tackling. Klärt Julian Weigel. Den Ball gegen Oliver Torres. Ja. Hätte auch schon wieder schief gehen können. Für die Bayern. Pünktlich Schluss. Schlusspfiff. Und wir gewinnen sensationell durch ein überragendes Spiel von Christian Pulisic. 2:1 gegen die Bayern und sind damit Erster. Wir sind vorbeigezogen. Wir haben die Bayern geknackt. Was zur Hölle geht mit unserer Mannschaft? Das ist ja krass. Wir haben noch nicht verloren. In 8 Spielen haben wir jetzt noch nicht verloren. Haben 28:4 Tore. Und ey, das ist einfach nur unnormal, was wir gerade für eine Saison spielen. Wir gehen in den Nachbericht rein, schauen uns das Ganze an. Ja, und Hector hat heute noch sich echt rumgerissen. Also mit der 1 hat heute noch echt sensationell gespielt. Und ja, ganz klar, Pulisic heute, die Einzelaktion von ihm und dann noch das Volley-Tor
ultra krass, was der da heute rausgehauen hat. Und ich glaube, so kann es weitergehen. Und ich würde es gerne sehen, dass es so weitergeht mit Pulisic. Ist jetzt bei Linksaußen auf einer 82 durch seine Form und Moral. Echt krass, der Junge. Hut ab. Also echt, echt krass, Hut ab. Ballert hier im Alleingang quasi die Bayern weg. Und wir waren sogar überlegen. Die Bayern hatten quasi kaum eine Schnitte gegen uns, nachdem wir so schnell die Anschlusstore oder Anschlusstreffer gemacht haben. Hatte Bayern nicht mehr wirklich eine Möglichkeit gegen uns. 10 zu 2 Chancen für uns, 61% Ballbesitz. Und das musst du gegen die Bayern erstmal schaffen, ja. Spieler des Spiels, Jonas Hector. Wir gehen mal weiter. Wir sind jetzt Erster. Wir haben immer noch die beste Chancenverwertung. Und ja, Dortmund ist uns immer noch am Arsch. Bayern auch noch. Natürlich haben 21 Punkte, wir jetzt 22. Also so krass viel Unterschied ist da gar nicht. Und danach kommt Schalke schon mit 18 und Hannover mit 16 Punkten. Also das ist noch gar nicht mal so unknapp. Also wenn wir jetzt zwei Spiele in Folge verlieren, dann wird das schon wieder eng. Ne? Also so übermäßig sind wir gar nicht vorne. Jonas Hector heute als einziger Mann in der Mannschaft der Woche. Bester Spieler Gideon Salem. Selalem. Ich nenne ihn mal Salem. Ich weiß nicht warum. Ja, wir waren heute nicht so die allerbeste Mannschaft, aber wir waren auf jeden Fall besser als die Bayern. Und das freut mich. Ja, Selke und Dadaschow immer noch Torschützenkönige. Haben heute nicht getroffen. Dafür Pulisic, der ist jetzt auf Platz 23. Sogar schon auf der ersten Seite. Und Oliver Torres und Hector sind die notenbesten Spieler der Liga. Momentan. Und das freut mich natürlich auch übel. Ja, dass zwei von uns da vorne stehen. Ja, wir haben gewonnen gegen die Bayern. Also, das Spiel, wo ich mir, glaube ich, jetzt am meisten Sorgen gemacht habe, haben wir mit Bravour gemeistert. Gaukler erreicht eine neue Erfahrungsstufe. Statusbericht Verletzungen. 17 Wochen ist Heinz noch verletzt. Wir gewinnen 1:0 gegen Osnabrück. Unser Raptor Junior, der ja jetzt eine Stammplatzgarantie hat, ist der Torschütze. Er hat jetzt in 3 Spielen auch ein Tor gemacht. Sein erstes Eichhorn mit der Vorlage. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Peter hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja, und Schnitzler. Schnitzler kommt vielleicht auch so ein bisschen aus sich raus. Wird langsam auch, steigert sich. Wird besser. Ja, es hat natürlich jetzt mit seinen 24 Jahren, ist er eigentlich schon zu alt für die zweite Mannschaft. Aber, upsi, schmeiß den Kugeli weg. Ich denke, er wird sich da dann doch noch ein bisschen verbessern. Unser Cristiano Junior ist wieder fit. Der bekommt auch erstmal einen Stammplatz zugesichert auf links außen, denke ich. Er spielt sowieso. Ja. Spielt jetzt sowieso der Cristiano Junior mit seinen 20 Jahren und seiner 66. Können wir ihm bald mal verleihen. Aber da müssen wir dann bis zur nächsten Saison warten, weil wir haben ja gerade so ultra viele Leute verlieren. Wo, glaube ich, bis jetzt nur 2 Leute mit Schein und Alexander Jahn nicht gespielt haben. Was ein bisschen traurig ist, aber der Rest kriegt auf jeden Fall Einsätze. So wie es aussieht. Gyrassi auch in der Bundesliga 8 Spiele ein Tor gemacht. Bei der Hertha hat er nicht so und ist jetzt 4 Wochen verletzt. Schade, schade. Maurice ist bei Nürnberg auch Stammspieler. Also da ist einiges, sind einige Spieler, die in der nächsten Saison dann durchaus nochmal relevanter werden. Ja, und für einige heißt es dann, denke ich, auch, ja, entweder den Verein verlassen oder nochmal ranklotzen über ein Jahr Leihe. Müssen wir dann in der nächsten Saison gucken, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber erzählen. Da würde ich sagen, war es das mit dieser Folge für heute. Hab mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Dienstagsfolge ist damit beendet. Und ja, ich würde sagen, haut rein, macht euch einen schönen Tag. Ciao.